Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Dokkan Summon Video. Leider nachsynchronisiert. Wie ihr schon seht, bei mir ist leider die Aufnahme verkackt. Also nicht die Dokkan Aufnahme, sondern die Aufnahme von hier, von der Cam. Was halt scheiße ist. Ich weiß nicht warum, irgendwann mal hat es mittendrin nur noch gemacht. Dadurch ist es halt irgendwie jetzt natürlich scheiße. Und ich wollte es aber auf jeden Fall hochladen, weil ich bringe ja eh kaum noch Videos hoch und es ist ausnahmsweise kein Dokkan-Video gewesen, was ich nicht hätte hochladen können, weil die letzten Summons wie Gogeta und so weiter bin ich so am Ausrasten gewesen und habe geflucht und ich hätte wahrscheinlich mindestens 7 Stunden gebraucht, um diese ganzen Beleidigungen, die ich an Dokkan gewendet habe, die hätte ich alle rauscutten müssen. Das wäre echt übelst viel Arbeit gewesen. Und ich hatte auch keine Lust, weil das kommt total unsympathisch rüber auch. Also es ist nicht mehr so irgendwann mal mittendrin so eine Beleidigung, was so trocken kommt, das ist okay. Aber da habe ich wirklich nur noch beleidigt. Also das war nicht mehr schön. Ich werde meinen Botschaft-Panner, werde ich die Pilaf-Tros benutzen. Und der Banner ist zuvorkommen zu mir, weil da ist, wie gesagt, Botschak der neue drin, Sanya, die ist Meraine. Dann ist Kula jetzt drin, statt Mystic Gohan, weil der halt leider im vierfachen Gogeta-Banner schon drin war. Und dann ist der Int, der physisch Gohan drin und C13. Habe ich jemand vergessen? Bardock. Und das Ding ist halt, bei dem Peel of Troves, die kosten 36,99, das sind 20 Tickets, das ist ein Multi mit 20 Charakteren. Und da ist ein gefeatureter, aber garantiert. Ein gefeatureter ist garantiert. Und das war halt das Ding. Da ist kein 100% Charakter. Ich dachte mir, ich versuch's einfach. Ich hätte alle einen Dupe nehmen können. Bardock hat nur einen Dupe. Int Gohan hat nur einen Dupe. Physisch Gohan hatte ich gar nicht. Ja, Spoiler, ich habe ihn gezogen. Kula hat nur einen Dupe. C13 habe ich gar nicht. Das ist ein Banner gewesen, der einfach mich angesprochen hat, weil ich da auf jeden Fall nicht diese Angst hatte. So, oh. Bitte nicht der 100% Kader, bitte nicht der 100% Kader. Deswegen. Und ihr seht ja meine Animation. Es ist ein Handschuh, ein Trunks, also gar nichts. Aber Zeno. Ja, ich habe Botschak gezogen und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir auch verdient diesmal. Weil Gogeta-Banner halt wieder. Ich weiß nicht, bei ab 600 Stones habe ich nicht mehr mitgezählt. Also das war so mies. Und ich bin jetzt auch glücklich, dass ich Botschak gezogen habe. Ich werde auch natürlich keine Stones mehr reinballern oder so. Ich brauche keine Dupes. Ich nehme 100% oder eine mit 3 Dupes als Friend in der Liste einfach als Ding. Und tu meinen nicht transformieren und seinen tue ich transformieren und lass die in eine Rotation und fertig. Also ich werde auch gar nichts mehr reinpennen. Und das ist auch das Ding, ich würde auch echt jedem vorschlagen, da nicht reinzusammeln. Weil Botschak ist cool. Botschak ist richtig geil. Aber er ist es halt ehrlich gesagt nicht wert, jetzt reinzusammeln. Weil es kommen halt, die Jubiläums sind auch, stehen vor der Tür, was heißt stehen vor der Tür, es sind halt noch ein paar Monate hin. Aber als Free-to-Play-Spieler würde ich einfach vorschlagen, es spart eure Stones. Man kriegt eh nicht so viele. Man kriegt im Jubiläum zwar übelst viele und ich glaube, in Ostern, wenn Janemba und Paiko rankommt, die ihr bitte auch skippen solltet, also die werde auch ich skippen. Also, ich werde höchstens, aber wirklich höchstens, einen Durchlauf bei Janemba machen und mir den Gratis-Multi auch noch mitnehmen und hoffen, dass ich da Janemba ziehe. Weil der Janemba ist geil, aber auf Paikohan kann ich halt so trocken verzichten. Zudem, ich glaube, Vegeto ist im Janemba-Banner drin und Gogeta ist im Paikohan-Banner drin. Und das ist eh das Ding, ich will eh nur Vegeto. Gogeta hat schon bei mir einen Dupe und LR Vegeto auch, aber LR Vegeto hätte gerne 2 Dupes, weil der ist halt Tech. Ich möchte dem mehr Crit geben, also ist egal. Auf jeden Fall, es geht darum, ich würde dich skippen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich muss es halt nachsynchronisieren. Es tut mir halt leid, anders ging es halt diesmal nicht. Und ja, ich folge mir auf Twitch. Und weil ich tue regelmäßig Stream. Also im Prinzip, wenn ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich gerade davor schon gestreamt. Und auf meinen neuen Twitter-Account, weil mein anderer wurde ja gehackt.
Weiß nicht warum. Es ist irgendeiner aus Brasilien gewesen. Ich konnte. Das Ding ist halt, der gleiche Hacker hat auch mein Instagram gehackt, aber das hatte ich Gott sei Dank mit einer zweiten Autorisierung drin. Und bei Instagram habe ich immer E-Mails bekommen, wenn sich jemand einloggt. Also, wenn ich mich selbst eingeloggt habe, habe ich auch immer eine E-Mail bekommen und dann kriege ich den Standort. Und ich habe gesehen, irgendeiner aus Brasilien hat mich gehackt, warum auch immer. Ich habe 77 Follows auf Twitter, also das ist halt gar nichts. Ich verstehe das nicht, dann nimmt doch irgendjemand anderes. Auf jeden Fall, der Twitter-Account ist weg. Ich habe die anderen Twitter-Account jetzt auch mit einer zweiten Autorisierung. Also das ist alles jetzt geschützt eigentlich. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, aber ja, ist halt einfach doof gelaufen. Auf jeden Fall folgt mir bitte auf Twitter, der Link ist in der Beschreibung. Und auf Instagram auch. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr den trocken geskippt habt, den Banner, oder ob ihr die Peel-Off-Strophe nur genommen habt, oder ob ihr reingesammelt habt und ob ihr Glück hattet bei dem Banner. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.